Hallihallo Freunde, willkommen hier zurück auf meinem Kanal hier beim Pappenfrank. Und wie ihr seht, sitzen wir nicht drin, sondern wir stehen hinter Herbert. Und er ist auch schon wieder auf seiner lustigen Rampe. Also er steht schon wieder so da, wie er da steht, wenn gebastelt wird. Kurze Hintergrundinfo, ich bin jetzt bei die Vorbereitungen zu machen für die Konservierung, sowohl Unterboden wie auch die Hohlraumkonservierung. Und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, dass an Herbert etwas fehlt, um eine vollständige Konservierung zu machen. Und zwar geht es heute den beiden Querlenkern hinten ans Leder. Wir müssen da Löcher reinbohren. Oh Gott, ich höre sie schon. Oh Gott, wie kannst du das wagen? Ich zeige euch gleich die Stellen und ich erzähle euch auch gerne, warum das so ist. Man hatte festgestellt, dass die Querlenker sind ja hohl. Und irgendwann hatte man in seiner Lebenszeit des Trabanten festgestellt, da sammelt sich Wasser drin. Und da das Wasser da nicht weg kann, fängt er an zu gammeln. Und zwar von innen heraus. Und meine schon wieder relativ mistig. So, jetzt haben wir hier vor unseren Augen einen Querlenker. Wenn ihr einen Trabant kauft oder einen habt von einem jüngeren Baujahr, also ne, Ende der 80er, glaube ich, ging das los. Da sind sogar von Haus aus hier schon Löcher drin. Herbert sieht man, er ist zwar Baujahr 88, aber er hat noch die alte Version von Querlenker. Da fehlen diese Löcher, und zwar hier am tiefsten Punkt. Ich glaube, es sind 37 cm vom Auge hier, Mittelpunkt Auge bis dahin. Oder 37,5 sogar, müsste ich selber nochmal gucken, aber so in dem Dreh soll das sein, da müssen Löcher rein. Damals, die späteren Ausführungen des Trabis hatten dort von Werk aus schon ihre vorgebohrten Löcher. Ich glaube, es waren 10er Löcher, die vom Werk aus vorgemacht, weil die dann später mit getaucht wurden und so von innen her die Konservierung gemacht wurde. Und das Loch hat natürlich die zweite Funktion, dass das sich ansammelnde Wasser ablaufen kann. Nun, wenn euch das zu doof ist, da Löcher reinzubohren, könnt ihr natürlich auch anders heran. Ihr müsstet dafür halt den ganzen Querlenker ausbauen. Würde dann über hier hinten in den Hohlraum kommen, beziehungsweise von der anderen Seite. Macht ihr es nicht, lasst ihr das Wasser da drinnen, wird irgendwann die ganze Geschichte da durchgammeln, wo die Belastung am stärksten ist. Und das ist nun mal hier. Da, wo praktisch die Feder aufgefangen wird oder festgemacht wird und die Ankerplatte mit dran hängt. Also werden wir jetzt sinnigerweise da mal zwei Löcher reintüdeln. Da dürft ihr mir gerne mal ein bisschen zugucken. Und dann geht das nachher für mich irgendwann los mit der Hohlraumkonservierung. Ich warte noch auf das Zeug. Ich meine, hier hinten werde ich es mit Dings machen, mit Seilfett. Bin ich günstig rangekommen. So, mal gucken, wo die Kamera jetzt hinleuchtet. Und dann geht das hier nämlich los mit Löcherbohren. Wir fangen an mit einem etwas kleineren Bohrer an der tiefsten Stelle. Na, das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Na, nehmen wir einen zweiten Gang. Das schafft ja. So, jetzt haben wir das erste Löchli drin. Wollen wir gleich das zweite mit rein. Einmal frei. So. Oh Gott, jetzt habe ich mir fast die Kamera umgerackt. Ich stelle euch mal kurz um. Und wie ihr seht, ich hatte schon angefangen mit dem Seilfett den Unterboden zu machen. Bin danach aber gleich losgetobt und das Seilfett härtet nicht aus in dem Sinne. Es bleibt so ein bisschen plastisch elastisch. Seilfett hat den Vorteil, es ist wasserabweisend, es bleibt, wie gesagt, klebrig-biebrig. Es kriecht auch in die letzten Ecken nachher. Von daher, nachdem ich mich ein bisschen belesen hatte, ein bisschen mit Bildern beschäftigt hatte, bin ich jetzt auch zu dem Seilfett übergegangen, zumindest für den Unterboden.
für die Hohlräume habe ich mir richtigen Hohlraumkonservationszeug da geholt. Das war deutsch, wa? So. Wie gesagt, und ich habe ein Video gefunden bei YouTube, da hatte der Kollege das gezeigt, was mit seinem Querlenker passiert ist. Und der ist genau dort, wie schon erzählt, weggebrochen, weggegammelt. So, und da hinten haben wir noch einen Grat, den will ich da nicht haben. Also, oh Gott, jetzt habe ich die Kamera verschoben. Jetzt machen wir das also weg. So, wunderbar. Sollte sich jetzt irgendwie Wasser ansammeln, sei es durch Spritzwasser, Kondenswasser oder was weiß ich, kann es weg. So, dann sehe ich hier, dass mein Auspuff kleckert auch so lustig vor sich hin. Ja, das ist ja eh eine Geschichte für sich, ihr kennt es mittlerweile. So, aber wir haben Glück, kommt kein Wasser raus. Das geht. Dann hauen wir da nämlich jetzt gleich von diesem Seilfett was rein. Ich hole das mal. Aua, oder ich nehme euch einfach mal mit. Ein kleiner Rundflug. Oh Gott. So. Dann haben wir hier einmal das lustige Seilfett. Vom gleichen Hersteller. Habe ich mir die Hohlraumkonservierungsbuddeln bestellt. Aber dauert noch ein bisschen, bis die da sind. So, jetzt haben wir das hier schon wieder wundervoll geschafft. Und dann stelle ich euch kurz mal mit hin. Ging schneller als gedacht. Ich habe gedacht, das wird hier so ein 20 Minuten abfüllendes Video. Ja, immer noch schütteln. Einmal frei. Hätte ich vielleicht sauber machen sollen vorher. Ach, nee. Also wie gesagt, dem Seilfett, das, ich habe es ja nur gesehen, das kriecht wirklich überall hin. Und jetzt kommt es auch schon rausgekleckert. Immer rum auf den Akkuschrauber, einmal frei. Wenn ich den, ich glaube, ich werde aber, wenn ich das richtige Konservierungszeug habe, da auch nochmal mit diesem kleinen, da ist ein Schläuchlein dran an der Buddel. Werde ich da auch nochmal so reinhalten. So, was habt ihr das nur gehört und nicht gesehen? Ich habe es auf der anderen Seite halt nicht anders gemacht. Geht, das kleckert das also richtig schön. Naja, jedenfalls geht es dann, wenn ich das Zeug habe, los an die Hohlraumkonservierung. Aber ich kann jetzt hier praktisch in diesem Zuge nochmal einen Zuschauerwunsch in Angriff nehmen. Er sagt, das ist so eine Art Kaufberatung. Ja, wo darauf achte ich, wenn ich einen Trabi kaufe? Ja, das Loch wollen wir mal offen lassen jetzt, auch für Hohlraumkonservierung. Also. Ihr seht gerade, wenn ihr wirklich einen Trabi kauft, unterkriechen. Ihr kommt nicht drum rum. Letztendlich geht es darum, ihr müsst alle Stellen euch begutachten, wo sich sehr gerne der Rost ansammelt. In diesem Video haben wir jetzt natürlich schön vor Augen die Querlenkerei. Moment, irgendwann mal hier hochkonzentriert alles vollspritzen. Ups, das ist auch noch was. So, was ich noch gekriegt habe die Tage, wirf ein kurzer Einwand nochmal, ich habe noch die Tachowelle gekriegt, da werden wir uns dann auch noch bei Gelegenheit mit beschäftigen. Bleibt nachher gleich im Anschluss hier, mal gucken. Auf alle Fälle, wie gesagt, kriecht unter das Auto, es nutzt nichts, kommt nicht drum rum. Oder ihr habt eine Hebebühne, ne, zur Verfügung, dann könnt ihr das machen. Also, Querlenkerei angucken. Wie sehen wir aus, ne? Gammelig, ekelhaft, rostig, keine Ahnung, denn es ist ja auch immer abhängig, wie viel
Zeit habt ihr, um ein Auto zu restaurieren? Wie viel Geld habt ihr, um den Wagen zu restaurieren? Was traut ihr euch zu? Also meine Geschichte kennt ihr hier. Ich bin völlig unvorbereitet in die Sache rein. Habe vorher noch nie mich mit dem Auto beschäftigt. Naja, gut, ich habe Videos mir angeguckt, ich habe gelesen, ich habe mir Bilder angeguckt und ne, und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, viel durch Eigenstudium. Also wie gesagt, es ist vieles alleine machbar. Kommt der Punkt Rost dazu, steht ihr da wie ich. Ich kann nämlich nicht schweißen. Will ich mir aber auch noch beibiegen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir einen Hänger holen will. Da kann ich dann üben. Ich habe bei Herbert Glück gehabt. Ich bin seinerzeit schön untergekrochen und habe mir das angeguckt. Rost hat Herbert so gut wie gar keinen. Ein paar kleine Schönheitsmängel, die man eigentlich ganz gut beheben kann oder auch noch muss. Nee, aber was hier hinten halt wichtig ist, wie gesagt, wie sieht's aus hier mit den Lagern da oben von den Dreieckslenkern? Ich meine, die Gummis, das lässt sich relativ schnell tauschen. Bringt euch aber nichts, wenn die hier angerostet sind oder weggammeln oder wie gesagt hier gammeln. Das bringt euch dann natürlich auch nichts. Dann, ihr seht hier wunderbar den Schweller. Ja, seht ihr den? Da, den Schweller. Wenn die Dinger Rost haben, dann wird es auch schon spannend. Gerade die Aufnahmen für den Wagenheber, die sind gerne anfällig für Rost. Da vorne seht ihr ja auch die Aussteifung, ne, wo der Motor und so aufhängen und so alles dran hängt. Da gucken, ob er Rost hat, das ist ganz wichtig. Alles andere, wie zum Beispiel einen verrosteten Auspuff oder abgerissene Auspuffhalterung, das ist alles nicht schlimm. Das lässt sich alles innerhalb kürzester Zeit tauschen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ich die nächsten Bastelvideos mache, gehe ich natürlich immer wieder auf das Thema ein, wo ihr nachher gucken könnt, wegen Rost. Ich meine, wo wir gerade bei sind, wie gesagt, jetzt haben wir ihn hinten schön hochgehoben. Wo ihr gucken müsst, natürlich hier die Gummis. Wie sieht das? Wie sieht er bei den Gummis aus? Läuft das Wasser da heillos rein? Die Kante hier, die Dachkante, ne, hat er, wenn er da kratzt oder der Lack weg ist, dann setzt er da auch gerne Rost an. Herbert macht das übrigens auch. Hier hat er ein paar Schläge gekriegt, da rostet er jetzt, muss ich auch noch ran, nutzt nichts. Dann, ja gut, jetzt habe ich alles zugemüllt, brauchen wir jetzt nicht gucken. Guckt euch die Bodenwanne an, hinten Kofferraum, Ersatzrad mal raus, die Polster raus und was alles. Ich hatte es raus, ich habe es abgeschliffen und neu lackiert. Decke wieder drauf und los. Da, wie gesagt, einfach reingucken, das ist ein Abflussloch drin für Kondenswasser unterhalb vom Ersatzrad. Wie sieht der da rundherum aus? Dann hier IGIT, habe ich das Auto eingesaut. Was beim Trabi wichtig ist, hier vorne, hier, klopft euch das ab hier, ist da, ist es hohl, bröckelig, ist Rost hinter, kannst du vergessen. Einmal hier, naja, schön dreckig, kommt ihr hier, wenn ihr einmal den Radkasten langfährst mit den Fingern, kommt ihr da Rost entgegen. Nehmt euch eine Taschenlampe oder Handy, habt ihr sicherlich immer dabei. Dann, ne, wie gesagt, einmal den Radkasten abgucken, dann auch von außen, wie gesagt, die Schwellerei. Wenn er hier Rost hat irgendwo, wie doll ist es? Ist es nur oberflächlich? Musst du austauschen, schweißen, ist wichtig. Die Aufnahmen für den Wagenheber rosten gerne. Dann habt ihr hier unten die Kante. Meine Tür zum Beispiel hier unten muss ich sauber machen und vernünftig machen. Es ist nur oberflächlicher Rost, aber es ist halt Rost. Das darf ich eigentlich auch nicht lassen, aber das ist so. Das will ich jetzt im Herbst, Winter alles machen. Dann habe ich nicht wundern, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier so eine Schalldämmmatten drin. Hier gehört ja eigentlich ein Filz unter. Der war nicht vorhanden und da Herbert Wasser reinlässt, aber nicht rauslässt, habe ich irgendwann dieses Zeug reingeklebt. Hat nicht nur den Vorteil, dass es angeblich schalldämmend sein soll. Nein, es ist ja auch wasserbeständig. Also das Wasser kommt nicht bei meinem hier nicht bis zum Blech. Wobei das auch neu lackiert wurde von mir. Ne, also ich habe es alles rausgehabt, Sitze, Teppiche, alles raus, alles sauber gemacht, ein bisschen abgeschliffen, neu grundiert, neu gepinselt. Hier, wie gesagt, hier wegen Rost. Dahinter, da muss man dann auch zur Hohlraumkonservierung dann ran. Da weiß ich zwar noch nicht, wie sie sich das vorgestellt haben.
Aber irgendwie so soll das wohl gehen. Ansonsten kann man die Türen, wenn man da dann soweit ist mit Unterbodenschutz, ach, mit Hohlraum kann sich, was erzähle ich denn, müssen halt die Dings ab. Die, na, wie heißt es? Naja, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage. Und das ist erstmal so wegen Rost. Motorraum und sowas zeige ich nachher, wenn wir dann die Tachowelle tauschen. Da haben wir die Motorhaube eh auf. Ja, ihr seht, Herbert hat hier den übelsten Lackschaden. Da muss ich auch ran. Da werde ich aber mit der Dose lackieren, weil ich ja festgestellt habe, dass, die Sprühdosen Papyrus weiß, das kommt ganz gut hin mit dem Originalfarbton. Das hat Trabantwelt gut gemacht. Dann, ja, soweit dazu. Alles andere, worauf man achten könnte beim Kaufen, mache ich dann mit in den nächsten Bastelvideos, damit die nicht so kurz werden. So wie jetzt, hätte ich jetzt nur die Löcher gebohrt und das Seilfett reingesprüht, wären 8 Minuten gewesen. Nur haben wir ein bisschen mehr. Na, jetzt haben wir jetzt tatsächlich schon 16 Minuten. Und damit das nicht ganz langweilig wird, werde ich gleich, glaube ich, im Anschluss mich an die Tachowelle machen. Und dann hole ich euch wieder dazu. Ne, bis dahin bleibt mir gewogen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hallo Freunde. Willkommen zum zweiten Teil in unserem Basteln mit und an Herbert Video. Wie versprochen, geht weiter mit der Tachowelle, die wir jetzt hier rausdoktern wollen. Und da ich ein fauler Mensch bin, baue ich ja das Tacho gar nicht erst im Ganzen aus. Und ich versuche dann hier mit Chirurgenpfoten an die Geschichte ranzukommen. Einzige, was mir aber gerade gelingt, ich muss euch mal kurz zwischenparken, ist das Tacho zum Wackeln zu bringen. So, ich parke euch mal kurz, kann ich aber auch gleich gerade rücken. Achtung. So. Jetzt will das da nicht abgehen. Oh, ich werde hier gleich zum Schwein. Ich habe nur so gar keine Lust, das ganze Tacho abzumachen. Warum will er denn nicht? Das ist auch wieder so günstig gelegen, da kommt man mit der Zange nicht ran. Na, sonst fangen wir erstmal vorne an. Brauchen wir bestimmt Werkzeug zu. Kommt mal mit. Oh, so ein tiefer gelegter Trabi hinten. Heide nein. So, fahren wir halt schweres Gerät auf. Er will es ja nicht anders. So, jetzt seht ihr hier noch die Pedalerie. Naja, oh Gott, jetzt. Nein, jetzt ist die Kamera umgefallen. Oh nein. So, was seht ihr jetzt davon? Nicht wirklich viel. Aber es ist auch nicht schlimm, man hört ja was. Also Kabelei ein bisschen beiseite. Es ist wieder dieses. Ach, weißt du was? Kann ich scheiß Tacho auch rausbauen. Kann ja nur nicht so schlimm sein, ne? Vorher noch nie gemacht, deswegen nicht gleich meckern. Aber ich komme da gar nicht ran. Also doch mit der Zange. Ja, nicht so wirklich viel Platz da drin, ne? So, das ist jetzt wieder sehr spannend. Das geht mir jetzt schon wieder so richtig auf den Zeiger. Das hat nicht so geht, wie ich das gerne hätte. Aber guck mal, hier ist ja irgendwie auch nicht viel mehr Platz.
Das ist schon wieder sehr spannend. Warum will denn das Tacho jetzt nicht raus? So, dann eben nicht. Und ich habe gedacht, das ist so einfach. Erstmal ein bisschen festdrehen. Ja, es ist auch wieder sehr spannend. Weil ich wieder gedacht habe, oh komm hier, 2 Minuten, hast die Scheiße fertig. Aber wieso will das Tacho nicht raus? Ich habe doch jetzt schon die Mutterlose gedreht. Hier hat irgendein Radio eingebaut, was im Weg ist. So, ich hätte vielleicht auch eine viel größere Zange nehmen müssen. Wie gesagt, wir schrauben hier auf Amateurbasis, ne? Ich will es nur noch mal erwähnt haben. So. Mit was kommen wir denn da hinten ran? Ich bin gleich wieder bei euch. Und das ist wieder garantiert dieses einmal kurz angeknackt, dann geht es. Aber eben das muss man erstmal hinkriegen. Kabelkram ein bisschen beiseite packen, geht garantiert nicht mehr die Hälfte, wenn ich hier fertig bin. Wenn ich mal abrutschen wird. So, war es das jetzt schon? Ja. Ein kurzer Knack und wir haben es, ne? Also, jetzt nehmen wir die Tachowelle da raus. Und dann müssen wir uns die Durchführung suchen, wo die durchkommt. Nehmen wir lieber Handschuhe mit, ich weiß, wie fettig das da vorne ist. So, die Kamera ein bisschen ausrichten. Wo kann ich euch hinstellen am günstigsten? Naja, ich stelle euch mal kurz dahin rein. Erstmal Handschuhe anziehen. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach, weil mein Wackeltacho mir so langsam aber sicher auf den Zeiger geht. Schmeißen wir mal nicht weg. So, wie ihr seht, ein Tacho, da ist die Durchführung, kann man das sehen. Da haben wir sie gerade rausgepopelt. Das ist der Dichtquatsch dafür, den müssen wir nachher wieder reinpopeln. Und jetzt holen wir uns die Tachowelle unten noch am Getriebe ab, die ich auch sehr gut angedreht habe seinerzeit, das weiß ich noch. Weil ganz zum Anfang hatte ich ja Motor und Getriebe draußen, um das alles zu reinigen und am Getriebe den Ölwechsel zu machen. So, da fummelt er.
Sonst ist so viel Platz hier in dem Auto, ne? So, eine Tachowelle in Alt. Ja, die wird wahrscheinlich irgendwo einen Hacker haben. Knickt oder angerissen sein oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle für eine schmale Mark gab es die dunkle hier, wie ihr seht, in, also das ist die neue. So, dann werden wir den ganzen Quatsch gleich wieder zusammentüdeln. Stellt euch mal wieder kurz hier so ein bisschen an der Seite. Weil ich brauche jetzt gerade mal zum Durchfummeln hier zwei Hände. Okay, das ist jetzt hier ohne Licht, ist das so richtig schön gefummelig. So, unten sitzt sie drauf. Kriegt das wieder nicht angedreht. Guck mal hier. Ja, da unten fummelt er wieder und versucht die Tachowelle wieder ran zu doktern. Nachziehen können wir das nachher immer noch mit der Zange. So. An der Stelle haben wir sie festgemacht. Gott, wo kommt das ganze Fett her hier in dem Auto? Naja. So, jetzt geht's ohne Handschuhe weiter. Because of wild Fingergespitzengefühl und die Handschuhe sind jetzt auch richtig fettig. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier die Durchführungsdichtung hier wieder drauf getüdelt. Die werden wir gleich reinklicken, wenn wir es eingebaut haben. Jetzt gehe ich doch mal erstmal da rein. Und dann geht es nämlich jetzt gleich im Auto weiter. Erstmal gehen wir Hände abwischen. Weil so mistig, wie das jetzt hier gerade ist. Ach, nee. Und ich habe gedacht, ich bin in 5 Minuten fertig mit dem Quatsch. So, jetzt aber wirklich. Gehen wir wieder hin. Kamera wieder schief stellen. So, und irgendwo guckt jetzt hier hinten eine Tachowelle durch. Da hinten ist sie. So. Ich habe die jetzt seit 2 Tagen liegen und habe die dann auch natürlich erstmal wieder ein bisschen eingefettet, auf dass sie sich schick drehen kann. Aber ich krieg's ja nicht mal reingefummelt hier. Ich muss ganz kurz den Kamera mal runterstellen. Und mich da mal mit reinquetschen in den ganzen Quatsch. Aha. Und danach müssen wir dann die ganze Elektrik wieder vernünftig hinbasteln. Warum willst du denn da jetzt nicht rein? Und ich werde mit euch 1 zu 100, das funktioniert nachher nicht. Weil ich irgendwas kaputt oder falsch gemacht habe. Von der anderen Seite mal reinkriechen.
ehrlich, für den Scheiß hätte ich Herbert auch da stehen lassen können. Hätte ich gar nicht auf der Bühne gebraucht. Aber wobei, kann ich mir gleich nochmal beim Auspuff ein bisschen einen Überblick verschaffen. Wahrscheinlich hätte ich oben zuerst reingemusst und dann erst hinten, ach was weiß ich. Ach, ich und mein großes Maul, mal eben fix fertig. Ich habe keine zwei Hände da dran, Scheiße. Bin ich mal gespannt, komme ich mal wieder rum. Sieht schon mal ganz gut aus. Ist der Tacho oder ist gerade? Natürlich nicht. Oh nein, Kamera, oh nein, ich und mein dicker Bauch. So, haben wir die Tacho ein bisschen gerade hingestellt. Oh, ich wackel mir ein, schau mal Leute, meine Pfoten sind aalglatt. Und ich habe hier bloß das kleine Griffstück von der GoPro. Und jetzt auch gerade das Display richtig schön beschmiert. Und jetzt drehe ich bloß hier hinten die weiße Plastikmulde da drauf. Und dann war es das. Haben wir alles angebaut. Jetzt nur noch wieder die Schalter reinklicken. So, jetzt sitzt er, glaube ich, vernünftig. Kabelkram kontrollieren. Also da unten sieht sowieso aus, ob da die Bombe eingeschlagen hat. Aber das geht. Jetzt müssen wir praktisch hinten bloß noch die Durchführungsdichtung drauf tüdeln. Und dann war es das auch. Ob es Tacho dann geht oder nicht, das werden wir sehen bei der nächsten Fahrt, beim nächsten Fahrvideo. Hier und jetzt nur noch mal kurz als Hinweis, hier wegen der Kaufberatung oder wo gucke ich hin beim Trabi, wo er gerne rostet. Hier hinten in diesem Bereich, ne, wenn ihr die Motorhaube aufmacht, macht ihr ja sowieso, wenn ihr es kauft, guckt, ob da Rost ist. Die Wasserrinne hier an der Seite, wie sieht die aus, ist die vernünftig und schön. Was ganz wichtig ist, die Bleche hier unten. Der Raum, wie sieht er da aus? Hat er da Rost? Hat er keinen Rost? Bei Herbert ist es nur dreckig. Ne? Andere Seite genau das gleiche. Wie sieht das Blech da unten aus, die Ecke? Da hängen ja nachher auch die Stoßstange, hängt er ja auch mit dran. Ne? Und dann hier, wie sieht er aus beim Übergang von den Viertelschalen? Oder Quatsch, hier von den Radhäusern hier ran. Wie gesagt, Regenrinne. Hier hinter meinem kleinen Werkzeugkasten die Ecke. Wie sieht die aus? Hat er da Rost? Hat er keinen Rost? Hier ist es bloß Dreck. Ich bin halt ein putzfauler Mensch. So. Was ihr noch gucken könnt, ist dann hier unten. Wegen Rost. Hat er hier Rost? Ne? Und wenn euer Trabi, den ihr euch da ausgesucht habt, das alles in Ordnung ist und kein Rost ist,
Probefahrt. Immer eine Probefahrt machen. Na, wenn der Mensch natürlich den Motor halb zerlegt hat, beziehungsweise euch erzählt, ja, der Vergaser geht gerade nicht oder sowas, ist schon so ein K.O.-Kriterium, bleibt euch dann halt nur die optische Prüfung. Und aber wenn möglich, macht eine Probefahrt. Dann hört ihr, klingt er gesund, klingt er nicht gesund. Wie hat er sich beim Fahren, wie hat er sich beim Bremsen? Auch wieder so ein Punkt, ne? Da kommt alles dann auf die Liste. Was muss gemacht werden, wo muss ich bei? Und wenn ihr, wie gesagt, wenn der Motor dann läuft, ihr hört es ja, ne? Wenn er nicht rund läuft, wenn er vor sich hin holpert, wenn er klingelt, klappert oder rasselt, dann stimmt da was nicht. Also entweder dann traut ihr euch das zu, den Motor zum Stand zu setzen, oder aber ihr sagt dann, okay, nein, dann nehme ich lieber ein anderes Fahrzeug, oder ich komme noch an einen günstigen Motor ran, nehme das Fahrzeug, tausche den Motor aus und gut. Aber letztendlich, wie gesagt, Rost, ne, gerade die späten Trabis aus der 88 und weiterhin, oder 85 und weiterhin, ich glaube, so ging das, da müsst ihr gucken, weil da wurden die Bodenbleche und sowas alles immer dünner aufgrund des Mangels an Material hat man, oder ich kann auch sein, dass sie früher angefangen haben. Auf alle Fälle haben sie irgendwann mal angefangen, die Bleche dünner zu arbeiten. Und da muss halt, wie gesagt, ganz viel Augenmerk auf den Rost gelegt werden. Und deswegen, wenn ihr einen Trabi habt, einmal im Jahr Unterboden- und Hohlraumkonservierung sollte drin sein. Es ist jetzt kein großer Aufwand. Ich glaube, ihr habt für die Hohlraumkonservierung bei der Limousine habt ihr 7 oder 8 Punkte. Beim Universal hier kommt noch halt dazu, bei der Heckklappe, dass da noch ein Punkt dazu kommt und dass ihr für die Radhäuser hinten die Verkleidung abnehmen müsst, um da zu konservieren. Aber das ist der einzige Unterschied. So, wie gesagt, ob die Tachowelle anzeigt oder nicht, werden wir sehen bei der nächsten Fahrt. Dann danke ich euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal.